Eine Aufklärung von Immanuel Markus Bösch am 9. April 2024. Es war der 18. April 2022, als ein Berufener auf dem Vomper Berg vor der Waldfeier die ungefähren Worte aussprach. Sehet, dieser ist der Menschensohn. Ab diesem Tage wurde diese Verkündung irrtümlich unter die Menschen getragen. Leider bin ich selbst in diesem Irrtum mitgegangen und stehe jetzt in der Pflicht, euch nach meinem Erkennen die Wahrheit mitzuteilen. Aufklärung: Ich bin nicht der Menschensohn. Der Menschensohn ist göttlich. Ich bin ein Gesandter des Herrn. Mit den Strahlungen des urgeschaffenen Löwen, des Heldenmutes, bin ich der Schwertträger als Ausführender des Willens aus Immanuel. Es gibt keinen Stellvertreter und Nachfolger von Abdruschin Immanuel. Es gibt nur einen Menschensohn, und das ist und bleibt Immanuel. Im ernsten Suchen nach der Wahrheit wurde mir dieses Geschehen offenbar. Es ist auch eine Grundbedingung für jeden in der Schar unerlässlich, mich als Schwertträger und Ausführender Immanuels anzuerkennen, für unser weiteres Wirken im Übergang und auf der neuen Erde. Einige Stationen im Dienst für den Heiligen Gral auf Erden. 10. September 2018. Ein Lichtschacht kam herab. Überfülle von Licht durchstrahlte einen Helden. Ich wurde von Parzival zu seinem Ritter auf Erden geschlagen. 12. August 2021. Ich werde im Namen Immanuel ausgewählt, im Gral durch Übergabe des gleichschenklichen Goldenkreuzes durch einen hohen Berufenen. 7. März 2022. Immanuel selbst gibt mir 4 Wochen auf die Frage, ob ich bereit bin. Nach 3 Wochen gab ich die Antwort, dass ich bereit bin. Danach sollte ich den Namen Immanuel voransetzen, damit die Strahlenkraft verankert werden kann. So heiße ich heute Immanuel Markus. 6. Dezember 2022. Eine reine Frau führt mich feinstofflich hinauf zu Grasburg. Und weiter ging hoch mein Geist bis zu den hellen Strahlen von Elisabeth, der Himmelskönigin. Beim geistigen Herabgleiten erhielt ich die Segnung durch Jesus Christus im Beisein von Immanuel. Dies alles feinstofflich, wohlverstanden. 21. Juli 2022. Der Strahlungsvorgang als Urgeschaffener, als Geschaffener auf der Erde in Immanuel Markus ist abgeschlossen. Die rote Fahne ist eingeweiht als Zeichen der Verbundenheit mit Abdruschin Immanuel Menschensohn. Sie ist fest verankert auf der Erde. September 12, 2023. Parzival kommt nochmals und diesmal als Streiter im Lichtschacht herab. Und ich ging an seiner Seite in den Kampf als auserwählter Schwertträger gegen den hohen Priester auf dem Berg über dem See. So viel zu meinen Stationen bisher im Licht. Es tut mir sehr leid, dass ich erlaubt habe, dass diese Irrung in die Welt gesetzt wurde. Ich appelliere
an ihr großes Herz, weil ich der Ehrung nicht achtete. Sollten Menschen nun Immanuel Markus angreifen, im Glauben eine Schwachstelle gefunden zu haben, ist das Gegenteil wahr. Er hat eine Schwachstelle mit Mut und Entschlossenheit geschlossen und er kann kraftvoller als je zuvor seinen Posten einnehmen. Seine Aufgabe ist ihm ganz klar bekannt. Reifen im Geiste ist notwendig zum Aufstieg allzeit. Immanuel. Aufklärung vom 9. April 2024. Immanuel Markus Bösch.